Satellitenprogramme, Themen seit Jahren heftig diskutiert und auch umstritten. Verleger, Industrie, Parteien, Landesregierungen und Kommunalbehörden sind seit langem bereit, das öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsystem auf ihre Art anzureichern. Die Bundesregierung hat aber im vergangenen Jahr die bereits angelaufenen Verkabelungsprogramme auf unbestimmte Zeit gestoppt. Diese Verkabelung der Haushalte ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein Lokalfernsehen. Und auf diesem Gebiet ist unser Nachbar Schweiz schon sehr viel weiter. Sie ist weitgehend verkabelt. Vor allem aus geografischen Gründen, denn die Kraft normaler Antennen scheitert dort vielfach der Berge wegen und auch heftige Föhneinbrüche sollen gelegentlich einen guten Empfang verhindern. Und wo Kabel sind, gibt es auch Programme. Bei den Eidgenossen gibt es demnach auch schon Lokalfernsehen. In drei Städten, in Zug, Solothurn und in Wiel im Kanton St. Gallen, finden sogenannte Pilotversuche mit einem offenen Kanal statt, ein Bürgerfernsehen. Der Versuch in Wiel ist gerade abgeschlossen, Georg Michael Hafner berichtet. Jetzt stimmt's! Der Kameramann hat die Uhr zurechtgerückt und die Moderatorin, eine Studentin der Anglistik aus Zürich, unterdrückt das Lampenfieber. Sendung ab. Letzte Sendung des Lokalfernsehens Wiel, Kanton St. Gallen, 18.30 Uhr. Der Lokalsender Wiel sendete seit September 1980 jeden Montag eine Stunde. Das Pilotprojekt Wiel unter wissenschaftlicher Betreuung der Uni Konstanz soll dem eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, dem konzessionserteilenden Ministerium, Aufschluss geben über Für und Wider von Bürgerfernsehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Ton ist zu laut und das Bild verschoben, Störung wird schon bald behoben. Das von Amateuren, von Bürgern der Gemeinde Wiel betriebene Kabelfernsehen, ist Laienfernsehen, mit allen von Profis belächelten Schwächen. Mit minimalem Aufwand wurde fast ein Jahr lang aus zwei kleinen Dachkammern einer alten Mühle, dem jetzigen Jugendhaus, gesendet. Wiel ist ein schmucker und sauberer Ort. Und weil Antennenwälder auf den Dächern gestört hätten, hat die Gemeinde den Ort verkabeln lassen. Fast 90% aller Haushalte hängen an diesem Kabel. Walter Bachmann ist 17 und Mittelschüler. Ein Wieler, der Bürgerfernsehen ernst nimmt und selber Filme macht. Als Laie, als Bürger. Da nicht alle 17.000 Einwohner auf einmal an die Videokamera können, gab es ein Grüppchen von 30 Programmschaffenden. Ein Grüppchen, das offen ist für jedermann. Walter Bachmann dreht einen Film über eine neue Verbindungsstraße zwischen zwei Wieler Außenbezirken, zwischen zwei Quartieren. Ein Thema streng lokal, wie es die ministerialen Richtlinien fordern. Und doch auch ein politisches Thema. Für wen machen Sie denn den Film jetzt hier? Den Film drehe ich für die Christliche Volkspartei, die ein Befürworter dieser Quartierverbindungsstraße ist. Und was sagen die Gegner dieser Straße? Die gibt es ja sicher auch. Sicher gibt es die. Das ist die SP Wiel. Und die will, dass die zuerst eine andere quartierverbindende Straße gebaut wird, bevor diese hier erstellt wird. So wurde der Film gesendet, mit Musik, Information und einer wackeligen Kamera. Der einzige Sozialdemokrat im sonst konservativen Wieler Gemeindeparlament durfte bei einer nächsten Sendung seinen Standpunkt zur strittigen Straße erläutern. Ihn hatte gestört, dass ein Vertreter der Christlichen Volkspartei, der auch noch Programmleiter des Fernsehens ist, nur seine Sicht der Dinge dem Bürger kundtun durfte. Die Gemeinde Wiel hat mit 40.000 Schweizer Franken das Kabelprojekt finanziert und damit auch den Programmleiter, den Vorsitzenden eines 23-köpfigen Programmbeirates, gestellt. Welchen Einfluss hat die Gemeinde als Geldgeber und Konzessionsträger auf das Programm genommen? Christoph Hähne, Programmbeauftragter der Stadt Wiel. Also Einfluss nehmen ist etwas zu viel gesagt. Es handelt sich ja um ein Bürgerfernsehen und jeder Bürger kann seinen Inhalt, seines Programmbeitrages selbst bestimmen. Und wenn es um Einfluss nehmen ging, dann könnte es sich höchstens um eine Prioritätenordnung handeln. Das heißt, wenn zwei, drei Beiträge auf die gleiche Sendung anfielen, musste der Entscheid durch die Programmleitung getroffen werden, welche Sendung jetzt gerade heute Abend gesendet werden soll oder nicht. Und dies wurde im gemeinsamen Gespräch mit meinem Mitprogrammleiter beim Lokalfernsehen, Herr Zellweger, besprochen und im Sinne einer Empfehlung an die Programmschaffenden weitergegeben. Das heißt also, wir konnten nicht verbindlich auf die Reihenfolge Einfluss nehmen, sondern man musste zu einem freiwilligen Entscheid durch die Programmschaffenden selbst kommen.
Die Programmschaffenden sind letztlich die Bürger. Die Sendung vom Abend wird am nächsten Tag noch zweimal wiederholt. Einschaltquote 40-50% am Abend. Doch der Fernsehkonsum ist durch das Lokalfernsehen nicht gestiegen. In Wiel kann man dank Verkabelung 10 Programme empfangen. Die Kiste läuft bei 3/5 der Bevölkerung ohnehin jeden Tag. Die Gemeinde steigt jetzt aus der Finanzierung des Senders aus. Neue Geldgeber werden gesucht. Aber wer Geld gibt, will auch was dafür. Werbung soll es zunächst keine geben, aber mit Geld schafft sich der, der es gibt, auch Einfluss und Druck. Dazu Programmleiter Lukas Zellweger. Da muss man sagen, dass Geld immer schmutzig ist, aber ich habe doch die Hoffnung, dass das Prinzip Bürgerfernsehen aufrechterhalten kann. Denn ich glaube, dadurch, dass man gar keinen haftbaren Chefredakteur hat, wird es gar nicht möglich sein, den einzelnen Bürger unter Druck zu setzen. Denn der weiß natürlich, dass er das Recht hat, freie Meinungsäußerung. Und der ist ja wieder finanziell nicht abhängig vom Geldgeber. MM steht für Mikromarkt. Mikro ist eine Supermarktkette und ein Schweizer Superkonzern. Eine kleine Wiener Schülergruppe machte einen Film gegen die geplante Erweiterung eines Mikromarktes am Ort. Mikro verlangte prompt Gegendarstellung. Sie wurde gewehrt, aber machen musste sie der Mikro-Filialleiter von Wiel und mit denselben dürftigen technischen Mitteln wie die Schüler. Der Film des Komitees für eine menschliche Einkaufsstadt, einer der wenigen kritischen Filme. Die Sendungen sonst waren harmlos, Vereins-Selbstdarstellungen die Regel. Bei 180 Vereinen geht der Stoff so schnell nicht aus. Ein ehemaliger Tagesschausprecher des Schweizer Fernsehens war der einzige Profi in Wiel. Er hat als Wieler Bürger mitgemacht. In der vorläufig letzten Sendung zeigte er den Bürgern die Bürger, die mitgemacht haben. Ein Verein Pro Regionalfernsehen Wiel ist gegründet. Er soll sehen, dass es weitergeht. Die Sendung ist kaum zu Ende, da werden die Geräte abtransportiert. Die gehören nämlich der Rediffusion AG in Zürich, einer der größten Kabelgesellschaften Europas. Sie hat ein lebhaftes Interesse am Fortbestehen solcher Kabelversuche. Sie will weiterverkabeln, möglichst die ganze Schweiz. Ob aber diese massiven wirtschaftlichen Interessen mit Presse- und Meinungsfreiheit zu vereinbaren sind, bleibt mehr als offen.